Hallo und nach langer Zeit mal wieder ein Blick in ein Buch und zwar diesmal ein ganz besonderes Buch, das Ultimate Micro-RPG Book. 40 schnelle, einfache und spaßige Tischrollenspiele und ja, wirklich 40 komplette Spiele und nicht einfach nur 40 Abenteuer. Und wie man sich denken kann, sind das jetzt nicht Rollenspiele vom Typ eines D&D oder Shadowrun, sondern Erzählspiele, einfache, wirklich schnelle Spiele, bei denen der Fokus auf wenig Regeln und viel Interaktion liegt. Das Buch habe ich mir bei Amazon gekauft. Es hat nicht einmal 16 Euro gekostet. Wirklich ein Schnäppchen für das, was drin ist. Wenn ihr auf komplexe Rollenspiele steht, auf Charaktere bis Level 20 leveln, auf unglaublich viele Optionen und Zusatzregeln, dann seid ihr hier definitiv an der falschen Adresse. Dieses Spiel ist für Erzählspieler. Dieses Spielbuch ist für Leute, die kreativen Input brauchen, die was Neues ausprobieren wollen, die mal wirklich abseits von den üblichen ausgetretenen Pfaden unterwegs sein wollen. Also hier haben wir zum Beispiel ein Brief-Rollenspiel. Man kann es auch per Chat oder per E-Mail spielen, aber man kann sich auch wirklich hier Briefe schicken. Wie man hier sieht, jedes einzelne Spiel enthält genau eine Seite in diesem Buch, eine Vorder- und eine Rückseite. Und hier an dieser Perforation kann man die auch raustrennen, wenn man das möchte. Dann muss man nicht das ganze Buch mitnehmen, sondern nur diese eine Seite. Die Bandbreite reicht von Science Fiction über Fantasy zu Horror und Comedy. Es gibt Spieler für die typischen Runden von 4 bis 6 Leuten, aber wie zum Beispiel hier, es gibt auch reine Zwei-Spieler-Spiele. Also in diesem Beispiel, was ich hier gerade aufgeschlagen habe, geht es um zwei Sterne in einem Doppelsternsystem, zwei Sonnen, die ineinander verliebt sind. Und das Ziel des Spieles ist, dass die zwei Sterne sich nahe kommen, bis sie dann schließlich in einer gewaltigen Nova-Explosion zusammen vergehen. Ich liebe es, wenn in einem Rollenspiel es zu einem romantischen Happy End kommt. Wie gesagt, kurze Spiele, One-Shot geeignet, nicht unbedingt für Kampagnen geeignet. Wenn ihr etwas Ungewöhnliches wollt, wenn ihr etwas ausprobieren wollt, wenn ihr mal kreativen Input braucht, das hier ist ein super Schnäppchen. Mein Liebling ist ein Spiel, wo man ein Schwein auf eine Geburtstagsparty bzw. Hochzeit einschmuggeln muss. Link zu Amazon gibt es unten in der Videobeschreibung. Und für mich ganz klar ein dicker Daumen hoch. Wenn ihr irgendwie auf Erzählspiele steht, dann macht ihr hier definitiv nichts falsch.